Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Kurze Info zu Beginn dieses Videos. Wie einige mitbekommen haben, hat mein geschätzter Kollege Martin Guerrero seine eigene Wrestling-Promotion namens Unlimited Wrestling gegründet. Am 22.02. steht das nächste Event New Dawn an, bei dem ich mein Debüt als, ja, Kommentator feiern werde. Wer Bock auf richtig gutes deutsches Wrestling hat und mich dazu noch live sehen will, der kann sich gerne noch Karten für das Event besorgen. Mit dem Gutscheincode PARA10 spart ihr dort zudem noch 10% auf euren Ticketpreis. So viel dazu, kommen wir mal zum heutigen Video. In der WWE gibt es gewisse Personen, die ihren Körper durch hartes Training in einen extrem guten Zustand gebracht haben und so fast auch nicht mehr wiederzuerkennen sind. Meine Top 5 von diesen doch sehr krassen, aber doch noch positiven Körpertransformationen gibt es heute. Viel Spaß! Platz 5, Michael Cole. Im Jahre 2011 sah man Cole in dessen Fehde gegen Jerry Lawler des öfteren Oberkörper frei. Nicht wirklich überraschend war Cole nie wirklich durchtrainiert, sogar etwas speckig. Das sieht heute aber allerdings anders aus. Joey Styles veröffentlichte im September 2015 einen Bericht über das Training von Michael Cole. Diese zeigten auch vorher und nachher Bilder von Cole, die einfach nur krass waren. So sagte er, dass er seinen Körperfettanteil von 29,9% auf 6,5% reduzieren konnte. Das sieht man wirklich. Platz 4, Drew McIntyre. Auch Drew McIntyre wirkte in seinem ersten WWE-Run nicht ganz so muskulös, wie er es heute tut. Er wirkte eher zierlich im Vergleich zu den anderen Wrestlern. Das änderte sich nach seinem WWE-Abgang im Jahre 2014. Er nahm kräftig an Muskelmasse zu und kam als völlig neuer Mensch 2017 zur WWE zurück. Dass diese Transformation auch seiner Karriere half, zeigt schon der Fakt, dass er den Royal Rumble 2020 gewinnen durfte. Früher völlig unvorstellbar. Platz 3, Adam Rose. Bei Adam Rose zeigen sich gewisse Parallelen zu McIntyre. Diese wurde 2016 aus seinem WWE-Vertrag entlassen, baute im Anschluss auch kräftig Muskelmasse auf. Er ist heute gar nicht mehr wiederzuerkennen. Vielleicht hilft ihm diese Transformation, wieder Schwung in seine Karriere als Pro-Wrestler zu bringen. Ja, kleine Notiz hier aus dem Cut. Der gute Adam Rose hat im letzten Jahr seine Karriere beendet, ist in den Ruhestand gegangen. Daher wird es wahrscheinlich mit dem neuen Schwung in seiner Karriere vorerst nichts. Schade eigentlich. Nummer 2, Jinder Mahal. Ihr erkennt ein gewisses Muster hier bei den krassesten Körpertransformationen. Auch Jinder Mahal wurde rein optisch erst nach seinem WWE-Abgang ein völlig neuer Mensch, kehrte zur WWE zurück und wurde WWE-Champion. Diese Transformation half Mahal wirklich, auch wenn nach diesem Champion-Run es für Mahal wieder sehr schnell bergab ging. Platz 1, Wladimir Kozlov. Zur Kozlov kann man einfach nur wow sagen. Nach seinem WWE-Abgang 2011 arbeitete Kozlov hart an seinem Körperbau und wow, das hat sich wirklich gelohnt. Während er in den WWE-Shows zwar kräftig, dafür aber alles andere als definiert aussah, sieht das heute deutlich anders aus. Dieser Körperbau verhalf ihm wohl auch zu seiner Stunt-Double-Rolle im sechsten Teil der Fast and the Furious-Serie, aber auch in der von John Wick 2. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Es ist etwas kürzer geraten. Sorry, aber ich befinde mich aktuell im Umzug. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Trotz alledem wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wann ihr dieses Video schaut, und vergesst nicht, euch Tickets für Unlimited Wrestling New Dawn zu holen. Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Mit dem Code PARA10 spart ihr nochmal 10%. Das war's schon und ciao.